Hallo meine Freunde und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ich bewerte eure Parks in Jurassic World Evolution 2. Und wir schauen uns heute den Park von Max an, der heißt Schneereservat. Und es soll hier wohl viele Indoor-Gehege geben, weil es halt so kalt draußen ist. Da bin ich sehr gespannt. Ist eine sehr coole Idee. Und das Erste, was ich mich frage, was ist das hier für ein Ankunftsort, Leute? Habt ihr das schon mal gesehen? Weil ich kenne nur diese drei hier, Moment. Also einmal den hier, den und den. Die sehen auf jeden Fall anders aus. Hier sieht schon der Helikopterlandeplatz anders aus. Da ist auch ein Gebäude. Und die anderen beiden sind natürlich komplett anders. Einmal mit Strohdach. Und so. Ich habe dieses Gebäude vorher noch nie gesehen. Falls jemand weiß, wie man das platziert, einfach nur so einen Helikopterlandeplatz, dann schreibt es gerne in die Kommentare. Also ich weiß jetzt nicht, woher man den bekommt. Also wenn ihr das wisst, schreibt es gerne in die Kommentare. Oder vielleicht kann Max uns das ja auch selber beantworten in den Kommentaren. Wir starten jetzt aber in dein Schneereservat. Ich denke mal, wir gehen hier links auf dem Weg lang. Wenn du hier schon auch noch einen zweiten Weg abgebaut hast mit schöner Deko. Ah, der führt zu einer Toilette. Okay, hat sich gelohnt, hier lang zu gehen. Schön die obligatorische Toilette am Eingangsbereich. Schon bin ich glücklich. Sehr schön. Also die Idee mit diesen Indoor-Gehegen finde ich echt cool. Und du hast auch die Stürme auf häufig gestellt. Also es kann gut sein, dass wir heute noch Schneestürme hier erleben. Das habe ich auch mal angelassen, weil ich das eigentlich ganz interessant finde. Hier scheint es nicht weit hinauf zu gehen. Oh, jetzt fängt es schon an zu schneien. Der Weg ist auch nicht zu steil, also das hast du super übergeglättet, dafür, dass es so krass nach oben geht. Ist auf jeden Fall noch gut im Laufen geeignet, der Weg. Ah, hier ist ein Aussichtsturm, wie cool. Da werden wir bestimmt jetzt eine Übersicht über den gesamten Park haben. Das ist ja eine mega gute Idee. Und haben wir tatsächlich. Oh, ist das schön. Ist gerade auch perfekt, dass es noch schneit. Ja, links und rechts sehen wir schon die Aviarien, wo dann viele Gehege drin sind. Sieht ja schon mal sehr interessant aus. Dann würde ich sagen, gehen wir mal in deinen Park. Da oben ist übrigens der Turm, wo wir gerade waren. Hier, das scheint nur ein Schutzraum zu sein. Ich glaube, wir müssen aber weiter geradeaus. Das ist doch alles schön beleuchtet hier. Hier ist auch nochmal schön dekoriert. Schön mit Felsen und Lampen. Und auch anderen Deko-Elementen. Und dann kommen hier auch die ersten Besucherläden. Die haben voll die dicken Winterjacken an im Schnee. Ist mir auch noch nie aufgefallen. Also teilweise zumindest. Die hier sind noch im T-Shirt unterwegs. Gar kein Problem. Oh, hier links geht es dann zur ersten Beobachtungsgalerie. Da schauen wir da mal rein. Und hier haben wir Fleischfresser. Carnotaurus. Das ist auch auf jeden Fall ein Skin, der gut in die Landschaft hier passt. Schön so weiß-beige. Der Untergrund. Also eigentlich perfekt getarnt, außer er geht da hinten in den Wald. Dann ist er ein bisschen auffällig mit seinem Weiß. Aber wenn er hier vorne ist, dann sollte er perfekt getarnt sein. Mal guck mal einer an. Zack, ja, der ist gut getarnt. Der lag hier die ganze Zeit direkt vor meiner Nase. Aber auf dem Untergrund habe ich ihn gar nicht erkannt. Der hat da einfach geschlafen. Na, richtig gute Skin-Auswahl. Echt perfekt für diese Landschaft. Ich würde sagen, wir drücken uns jetzt aber hier durch die Menschenmassen zur nächsten Beobachtungsgalerie. Irgendwie ist das voll absurd, jetzt zu Corona-Zeiten in solchen Menschenmassen unterwegs zu sein. War früher so ganz normal, mittlerweile ist man das gar nicht mehr gewohnt. So lang wie das schon geht. Aber gehen wir mal hier hinein und schauen mal. Oh, auch wieder ein Fleischfresser. Da vorne läuft er auch.
Genau hinter der Säule. Na, das ist ein Allosaurus. Legt sich jetzt da schlafen. Hier hast du auch schönen Felsen auch reingebaut. Doch Höhenunterschiede. Ein schöner Wald als Sichtschutz. Dann ist noch ein Allosaurus. Jetzt könnt ihr den auch mal von näher sehen. Auch hier wieder eine super Skin-Auswahl. Passt richtig gut in die Landschaft. Und er scheint Flöhe zu haben, so wie er sich kratzt. Der hier sucht schon nach einem Ausweg, glaube ich. Ich finde den Zaun aber auch sehr cool. Diese Landschaft mit dem Gelb. Ja, wir fliegen mal so weiter, würde ich sagen. Irgendwie mache ich das immer nur am Anfang mit der Besucherperspektive, weil irgendwie diese fliegende Kamera echt schneller geht. Hier noch eine Toilette. Wieder schön dekoriert. Und eine Beobachtungsgalerie für die Lagune. Das ist die im Jurassic Park Design. Finde ich auch echt cool. Mit einem Holzdach. Habe ich erst voll selten gesehen, muss ich sagen. Da setzen wir uns jetzt mal hin. Und was haben wir hier? Das ist ein Kronosaurus, wie es aussieht. War kein Haifieder. Hinten auch nicht. Schade, hätte ich gern gesehen, die Fütterung. Der hat nämlich auch eine echt coole Animation. Ich finde das immer echt cool, wenn man die Einschienbahn über die Lagune macht. Und dann sind auch so die Säulen in der Lagune drin. Zumindest immer noch mal ein bisschen Deko. Weil viele Möglichkeiten hat man da ja leider nicht, was die Gestaltung der Lagune angeht. Was ich echt ein bisschen schade finde. Ich hoffe, da kommen noch Mods raus. War perfekt, er schwimmt genau durch die Säule durch. Ich würde sagen, wir fahren jetzt mal runter. Auch wenn wir da, glaube ich, nicht viel erkennen werden. Die sind einfach zu weit weg. Aber die sieht von hier unten auch ein bisschen gemütlicher aus als die andere Beobachtungsgalerie. Weil hier ist auch noch so Holz und sowas. Und auch hier vorne finde ich das ganz cool, dass hier noch so Zwischenstreben sind. Und jetzt kommen wieder Stürme. Let's go. Gehen wir mal wieder in die Besucherperspektive und laufen mal weiter. Scheint diesmal auch ein schlimmerer Sturm zu werden. Oh oh, jetzt geht's los. Nee, Sturm. Der, die Wolken verdichten sich. Wir bleiben draußen. Da kenne ich nichts. Jetzt mal schnell, glaube ich, auch der Boden zu. Hier sind auch nochmal Beobachtungsgalerien. Aber ich glaube, da fliege ich gleich einfach mal so rein. Schauen wir uns das so mal an. Können wir eigentlich mal eben machen. Oh, hier ist sogar doch ein Haifieder. Den habe ich gar nicht gesehen. Ah, gut zu wissen. Im Krone scheint das gar nicht zu stören, dass hier gerade es schneit. Schwimmt sogar noch an der Oberfläche. Ich finde das aber auch cool, wie alle Gebäude so richtig realistisch einschneien. Wenn ihr mal schaut, hier oben ist das gar nicht bedeckt mit Schnee. Nur da unten, wo auch der Schnee hinkommt, wo kein Dach ist. Schon echt sehr cool gemacht. Irgendwie mag ich diese Beobachtungsgalerien voll gerne. Sehen irgendwie komplett anders aus. Aber wir tauchen jetzt mal ab zu den Kronos. Auch wunderschöne Tiere, ne? Was ich auch noch ganz cool finde, ist, dass das Carnotaurus-Gehege, was da oben ist, ein bisschen höher ist von der Position. Also du hast hier viel mit Höhenunterschieden gearbeitet. Das finde ich immer nice. Wir gehen jetzt mal noch ein ganzes Stück weiter an der Lagune entlang. Wird richtig weihnachtlich hier. Wobei da schon ein bisschen zu viel Schnee ist, muss man sagen. Das ist schon etwas sehr ungemütlich, wenn der Wind so pfeift. Schnee an sich ist schön, aber nicht, wenn es dann so kalt und windig ist. Wo geht's denn hier hin? Das ist ja eine coole Idee. Du hast ja einen Teil der Lagune mega abgesenkt dahinter.
Und dann entsteht hier so eine schöne Wand. Oh, ich fliege einfach hier, okay. Dann machen wir das eben mit der Kamera hier. Aber irgendwie kann ich hier auch nicht weiter runter. Seltsam. Ist aber eine richtig gute Idee. Hier dann die Wand zu benutzen, nochmal ein paar Sitzmöglichkeiten hinzubauen und ein paar Besucherläden. Und dann besonders cool finde ich den Turm hier. Weil der ist so richtig schön abgesenkt. Aber wenn man da oben drin ist, kann man dann trotzdem in die Lagune schauen, auf einer perfekten Höhe. Mega gute Idee. Werde ich mir auf jeden Fall merken. Werde ich bestimmt auch irgendwann mal anwenden. Sieht auch cool aus, dass es dann hier so an der einen Stelle so runtergeht. Ich mag das auch, wenn dann hier so eine Betonmauer ist. Sieht immer aus wie so ein kleiner Staudamm, so ein bisschen. Oh, das Wetter wird wieder schön. Ein Traum. Da oben ist der Turm, wo wir vorhin waren. Ganz am Anfang. Und hier haben wir nochmal eine Beobachtungsgalerie. Werde ich jetzt auch nicht reingehen, das ist das Gehege, was wir schon gesehen hatten. Hier ist auch wieder schöne Höhenunterschiede eingebaut. Und dann auch so einen dichten Wald gemacht. Leider kann ich gerade keine Dinos erkennen. Okay, das hier scheint nochmal ein Mitarbeiterweg zu sein. Genau, hier sind da Mitarbeiterläden. Das ist auch immer schön mit anderen Wegfarben gemacht, dann kann man das eigentlich immer direkt erkennen, dass das kein Bereich für Besucher ist. Und jetzt fliegen wir mal hier auf dieser Seite vom Allosaurus-Gehege weiter. In die andere Richtung. Nochmal eine Toilette. Und auch nochmal einen Aussichtsturm, wo wir hingehen können. Aber ich glaube, der ist auch fürs Allosaurus-Gehege. Ja, da hat man nochmal eine perfekte Übersicht über das Gehege. Kann man dann eigentlich alles erkennen. Auch die Ziege. Genau deswegen bin ich hier in dem Park, weil ich diese Ziege sehen wollte. Sieht so anmutig aus. Wunderschön. So, wir flyen weiter. Und jetzt geht's in die Indoor-Gehege, von denen du in die E-Mail was geschrieben hattest. Hier gibt es dann auch nochmal Toiletten. Und eine Beobachtungsgalerie. Da werde ich jetzt aber nicht reingehen, weil ich glaube, wir fahren einfach mit der Jurassic Tour. Und dann werden wir schon alles da drin zu Gesicht bekommen, was es da zu sehen gibt, denke ich. Wäre bestimmt cool, wenn es jetzt schneit draußen. Und wir schön im Warmen sind. Ich finde die Idee mega cool, die hier so Indoor-Gehege gebaut hast. Mit einem wunderschönen Dinosaurier direkt. Dinoceratops. Auch einer meiner Favoriten, muss ich sagen. Oh, und der Minmi ist da. Ich bin das nicht, der Hut, das ist der Kollege vor uns. Den holen wir gleich mal und bremsen den aus als Rache. Das hast du davon. Weil du so frech bist zu den Dinos. Oh, du hast hier sogar Gebäude rein platziert. Interessant. Das müssen wir uns aber gleich auch nochmal angucken. Das habe ich so auch noch nie gesehen. Das ist ein richtiger Besucherbereich. Ach, hier kann man auch aussteigen. Hier ist eine Zwischenstation. Oh, das ist auch das erste Mal, dass ich das sehe mit einer Zwischenstation. Ah, wie cool. Dann hast du hier einfach ein Hotel reingebaut, Besucherläden, Sitzmöglichkeiten und dann nochmal so einen Turm. Man könnte ja auch mal so einen kompletten Indoor-Park bauen. Das würde bestimmt auch gehen. Aber ich genieße jetzt mal hier die Aussicht vom Pool. Wenn das Wetter gerade irgendwie echt durchwachsen ist. Aber ein Pool ist immer schön. Und wenn man dann Brachios sieht. Oh, wunderschön. Die Aussicht. Und dahinter sind Euoplocephalus dürften es sein. Oh, da unten sind auch noch Olorotitans.
Oh, wie schön. Die Skins leuchten auch so in der Sonne gerade voll gut. Richtig golden. Und weiter geht's. Hier seht ihr nochmal die Olorus. Wirklich wunderschöne Skins. Irgendein Dinosaurier geht's hier gerade nicht gut. Keine Ahnung, woran das liegt. Die Sonne ist mittlerweile auch wieder durchgekommen. Oh, schöne Baumplatzierung hier. Die Pflanzen hier gefallen mir richtig gut. Und hier haben wir nochmal den Europlocephalus. Ah ne, das ist der. Ich wollte gerade sagen Anki, aber der Anki ist ein bisschen breiter und flacher. Aber sind natürlich nah miteinander verwandt, die beiden. Oh, da sind nochmal die Brachios, wie schön. Und Minmi. Oh, ich kann es wieder aus der Innenperspektive nicht erkennen. Mega schön. Das war das erste Indoor-Gehege, so wie es aussieht. Jetzt geht's hier wieder zurück zur Station. So sieht das Ganze von oben aus. Ist natürlich echt riesig. Aber man braucht natürlich auch Platz, wenn man dann noch eine ganze Besucher-Area und alles unterbringt. Aber war ein sehr schönes Mischgehege für Pflanzenfresser. Wir fliegen aber jetzt weiter. Ich glaube, wir müssen jetzt tatsächlich die Einschienenbahn langfahren. So mache ich das mal. Weil ich glaube, nur so kommt man in den letzten Bereich. Nochmal schön über die Lagune düsen. Und da sieht es nochmal mit dem Turm. Ich finde das echt cool, dass ihr so gute Ideen habt. Kann man sich echt gute Inspiration holen. Und hier geht's dann weiter. Hier geht's dann nochmal ein Indoor-Gehege, so wie es aussieht. Mit der Gyros-Fernfahrt. Werden wir dann gleich auch machen. Schauen wir mal, ob es hier noch was gibt an Besucherläden. Nee. Nur Beobachtungsgalerien. Aber ich denke mal, auch hier werden wir es dann mit der Gyrosphäre direkt machen. Los geht's. Ah, hier gibt es dann auch Flugsaurier. Opiognathus. Zungarypterus, Dimorphodon. Hört man sogar so richtig gedämpft, die Sounds. Klingt irgendwie interessant. Aber auch gruselig. Guck mal, Geosternbergi haben wir hier auch. Der landet gerade da oben. Der hat auch wunderschöne Farben. Oh, und hier ist es auch richtig schön gemacht. Der Landschaft. Links und rechts Berge um mich rum. Was ist das für ein Sound die ganze Zeit? Ach da. Hört sich so nah an. Das finde ich richtig cool, dass wir hier in so eine Absenke fahren. Dadurch kann man halt immer erst sehen, was so als nächstes kommt, wenn man dann auch um die Kurve ist. Wirkt dadurch immer alles viel spannender. Und dann zwischendurch kommen auch mal Felsen, wo dann einfach so ein paar Dimorphodons sitzen. Voll cool. Cool, das aussieht, wenn die dann so landen neben einem. Kollegen, überholen wir hier mal. Hier wird es dann wieder ein bisschen offener. Von der Strecke her. Aber ich glaube, hier sind nur Flugsaurier drin, so wie es aussieht. Ich würde es ja tatsächlich echt noch cool finden,
Wenn man hier auch noch Interaktion hätte zwischen Gyrosphäre und Flugsauriern. Aber du hast hier, glaube ich, fast alles drin. In Flugsauriern, welche es gibt im Spiel. Diesmal hier auch noch vorbei an den Kollegen. Dann geht's schon wieder zurück. Ja, hier geht's wieder raus. Das war eine sehr coole, spannende Fahrt. Und so sieht das Ganze von oben aus. Ist auch wieder ein sehr interessantes Aviarium von der Form. Hast du, glaube ich, versucht, so groß zu bauen, wie es geht, vom Platz her. Aber hat echt Spaß gemacht. Und allgemein, dein Park war auch sehr cool. Jetzt viele coole Ideen und Highlights hier in dem Park. Ich habe jetzt aber das schlechte Wetter nochmal abgewartet, also wollte ich euch nicht aus diesem Park verabschieden. Sieht alles auch nochmal wesentlich schöner aus, gerade mit dieser Hintergrundlandschaft. Vielen, vielen lieben Dank, Max. Oder auf Discord heißt du Magic Booby, dass du mir deinen Park geschickt hast. Hat echt Spaß gemacht, den zu besichtigen. Und Leute, ich würde sagen, schreibt mal gerne in die Kommentare, wie ihr den Park von Max fandet. Und falls ihr auch mal einen Park habt, den ihr mir einsenden wollt, schaut gerne in der Videobeschreibung vorbei. Dort stehen dazu alle Infos. Das Safe Game von dem Park hier könnt ihr übrigens auch in der Videobeschreibung runterladen. Und falls es euch gefallen haben sollte, lasst ein Like da. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.